Willkommen zurück zu Let's Play Minecraft und wir stehen hier wieder bei unserem Haus und in den letzten, 30 Minuten ist mir ein kleines Malheur passiert. Folgendes. Ich habe aus Versehen schon ein bisschen gebaut und habe schon wieder vergessen aufzunehmen. Also es war bei mir noch alles so im Ruhezustand bei der Aufnahme, deshalb leider ein paar Problemchen an dieser Stelle. Aber Folgendes ist entstanden und man sieht, es ist Bullshit. Ja, das ist üblich, das kennt man von mir. Das hauen wir auch einmal wieder weg. Das sollte nämlich ein... Ja... Ist, glaube ich, eine Beleidigung fürs Wort. Eine Weide, so eine Art. Also so ein Gefängnis für die Kühe. Wenn man so sagen darf. Wir wollen ja ein bisschen Leder haben, damit wir uns auch wieder ein bisschen in die Höhlen wagen können. Das nächste Malheur war dann... Hier. Ich habe nämlich ein bisschen mit Knochenmehl rumprobiert. Das ist nun auch weg. Kein Knochen mehr. Kein Knochen mehr. Nein, nein, nein. Und das will ich... Maul. Die Musik, die geht mir ja ziemlich auf die Nerven gerade. Ich mache das mal ein bisschen leiser. So, besser. Folgendermaßen. Ich habe hier ein bisschen Knochenmehl drauf gemacht und mir ist aufgefallen, wenn ich da einmal drauf drücke, dann geht das nicht nach oben. Es ist dann nur eine Stufe nach oben gegangen. Also zum Beispiel von das hier zu das hier. Und dann zu das hier. Also brauche ich insgesamt dreimal Knochenmehl oder sowas. Das war ziemlich heftig. Ich habe auch schon ein bisschen gepflückt. Hier habe ich Weizen. Und ich denke mal, wir setzen unsere Idee fort von... Die Musik, also ich muss mal weiterschalten, Entschuldigung. Das klingt, glaube ich, schon besser. Die verwirrt mich gerade so ein bisschen. Das ist echt das Problem. Naja. Ja, unsere Deko. Die gute alte Deko von Halloween. Ja, ich hätte eigentlich noch vorgehabt, ein Halloween-Special zu machen. You spin be Hedgemount, Hedgemount, baby. Nein, Halloween-Special wollte ich noch machen. Ist allerdings fehlgeschlagen, weil einfach die Zeit gefehlt hat. Ich muss gerade überlegen, wo wir denn am besten diese Weide denn in Anführungszeichen machen. Was, wir haben 44 Mal Zaun hier? Das ist ja mal echt unfassbar. Eieiei. Okay. Ich denke mal, hier oben wäre auch eine feine Sache. Weil hier passt es ja eigentlich echt gut hin. Komm, wir geben uns einen Ruck. Hier oben kommt eine kleine Weide. Vielleicht können wir auch ein kleines Häuschen dazu machen, wo dann eben die Kühe, wenn es regnet, reingehen können. Vielleicht auch eine Höhle, wo sie reinfallen können in Lava. Aber ich denke mal, daraus würden wir nicht profitieren, deshalb, ja. Ich tue gar nicht mal so, als ob ich das abgezählt hätte. So. Muss ja am Anfang auch gar nicht so groß sein. Wir flanschen das hier einmal weg. Flansch, 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 flansch. Ich esse heute Brunch. Ein Zaun wäre auch nicht schlecht. Quatsch hier. Eine Tür. Eine Tür vom Zaun. Gibt es ja auch heutzutage. In unseren modernen Welt. Ne, du? Ja, die Deko lassen wir noch ein bisschen hängen. Passt ja noch zur Jahreszeit. Ich denke mal, ihr habt euer Kürbis auch noch nicht weggeräumt. Naja, ich habe was vergessen. Folgendes. Dieser Geräteschuppen hat nämlich auch einen Namen jetzt wieder. Wenn ich doch jetzt nur noch ein Schild dabei hätte. Mensch. Was ist das schon wieder für eine Schelmerei? Come on. So. Ein Stock, ja. Wunderschön. Ein Schildchen. Sogar drei Stück. Das passt doch wunderbar. Was habe ich das... Das habe ich nicht übersehen, nein. Nochmal Glück gehabt. Einmal hier raus. Und jetzt war ich natürlich auch so dumm und habe das hier nicht geguckt, gerade wie das so richtig heißt. Ich habe hier noch einen Zettel vom letzten Mal. Damit ich mich hier auch gar nicht verschreibe oder irgendwie sowas. Naja. Ich denke mal, da fangen wir mit der an. Und der neue Name ist... Zai Yayu. Ich weiß nicht, wie man es richtig ausspricht, tut mir leid. Aber ich weiß es, dass es ein Yu-Gi-Oh! Monster ist. Das wollte ich mir mal besorgen, weil das ist eigentlich ziemlich cool und eine sehr aufwendige Karte. Hat, glaube ich, wenn ich recht informiert bin, 2500 Angriffspunkte und Verteidigung weiß ich gerade nicht.
Jedenfalls gibt es, glaube ich, auch bei Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories, aber ich laber schon wieder zu viel. Entschuldigung. Geräte. Chopin. Prima. Dann sieht das so aus. Einmal hier der Red Cap, Geräteschuppen. Und der Sayayu Geräteschuppen. Auch wenn ich keinen Plan habe, wie man es ausspricht. Sorry, Sportfreunde. Ich wurde gerade unterbrochen und deshalb hier nochmal. Währenddessen ist diese Kuh mir gefolgt. Wo bist du überhaupt langgelaufen? Ach so, das war die, die gerade hier oben sich bewegt hat. Auf mysteriöse Art und Weise. Aber, mein lieber Freund, warte, jetzt müssen wir uns erstmal, damit wir auch gut zurechtkommen, eine Pforte machen. Die geht folgendermaßen. So. Dann hätten wir das auch schon mal erledigt. Und du? Ja, wie soll's denn bitte schon durchkommen hier? Dann müssen wir die ganze Sache einmal öffnen. Und dann komm doch mal her. Alle beide. Ja, und du machst die nach. Komm schon, das geht nicht. Sie hat hier die Urheberrechte dafür. Und du kannst das nicht einfach nachmachen. Nein, das geht nicht. Sorry, dafür habe ich kein Verständnis. Und ich würde mir jetzt auch eine andere Kuh suchen, wenn jetzt hier irgendwie eine zur Verfügung stände. Aber nein, danke. Ja. Ich kann euch doch gar nicht böse sein. Ja, kommt her. Schön. Also, dass sie so mir gehorchen, das ist echt super. Dann einmal hierher. Aber was ich euch dafür gebe, das ist ja nicht so luxuriös hier. Ja. Komm, komm. Put, 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 put. Put, put. Dankeschön. Ey, mein lieber Freund, wo willst du denn hin? Und sie will schon wieder abhauen. Ey, jetzt geh. Bleib hier drin. Wo habe ich meine Pforte? Als ob die das riechen würden hier. Boah, was ist das denn schon wieder für eine Schelmerei? Ach, komm. Das ist mal wieder hier der Höhepunkt der Schäbigkeit. So, einmal weg. So, du jetzt. Ja, genau du. Komm her. Hallo? Jemand zu Hause? Ah. Hast mich doch lieb, ne? Nicht? Das enttäuscht mich aber jetzt hier. Komm. Ja, so ist fein. Sei eine brave Kuh. Ja. Komm. Einmal hier rein, bitteschön. Und dann darfst du dich auch gleich schon wieder paaren. Zu deinem Gunsten. Ja. Sie kommt diesmal auch rein. Oh, ich dachte schon, ich gehe hier raus. Naja. Du und du. Ein wunderschönes Paar. Wir Perverslinge. Wir schauen einfach nur zu. Ja, was sollen wir mitmachen, oder was? Na gut, das war jetzt ein schlechtes Beispiel. Und da schon die... Ark! Heute ist einfach nur der Wurm drin. Wurde ich schon wieder unterbrochen. Alter, ich nehme nur 10 Minuten auf. Und während diesen 10 Minuten wurde ich zweimal unterbrochen. Das kann doch nicht sein. Das ist echt unfassbar. Na. Aber du unterstützt mich doch, oder? Komm herbei bei unserem Inzestpark. Der Freude. Komm. Ja, ein bisschen näher. Ich denke mal, ich kann hier auch viel schneller laufen als sonst. Nein, kann ich nicht. Du willst einfach nicht, oder? Ja, schau mich an, wenn ich mit dir rede. So ein Halunke. Dann geh auch weg. Puh. Das hast du mir aber nicht gefallen. So, aber nun erstmal einmal zu hier. Die Idee war nämlich vorhin, dort das irgendwie hinzubasteln, aber das war wirklich eine schäbige und eine schreckliche Idee. Ich glaube, wir waren gerade noch beim Schild. Ich glaube, da habe ich irgendwas vergessen. Oder? Passt doch. Naja, danke für deinen Kommentar, danke für deinen Namen. Dass ich den hier verwenden darf, obwohl es eine Yu-Gi-Oh!-Karte ist. Naja, aber hier haben wir noch Platz, hier nochmal und da nochmal. Da können auch Namen hin, also... Wenn du gerne hier im Let's Play vorkommen möchtest, dann schick mir einfach deinen Namen. Zum Beispiel Pascal 5499. Dann würde ich da Pascal rausmachen oder irgendwie sowas.
Wer weiß. Oder Philipp. Denn Pascal ähnelt sehr Philipp. Hm? Nee, natürlich nicht. Das war wieder sehr unwitzig. Und was geht hier mit Schnapp? Das wächst ja mal gar nicht. Aber was ich nun vorhabe in den nächsten Folgen, wir werden uns erstmal eine Lederrüstung machen. Daraufhin schreiten wir dann auch schon zur Tat, nämlich wir müssen uns hier eine Höhle suchen, in der werden wir dann auch reingehen und zufrieden sein. Das hier sieht doch schon mal gut aus, oder? Eher negativ, oder? Nee. Ja, dann müssen wir mal gucken, wie wir das am besten machen. Ich freue mich schon drauf. Dafür müssen wir aber auch die Kühe schlachten und das bricht mir mein Herz. Naja. Auf jeden Fall, hup. Das kann mal passieren. Einmal rüber hier. Bam und schlafen. Mit schöner Musik hier im Hintergrund. Tralala. Naja. Auf jeden Fall, ich bedanke mich fürs Zuschauen, obwohl heute der Wurm drin war. Das war wieder mal schäbig. Einfach nur schäbig. Naja. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Über einen Daumen hoch würde ich mich freuen. Und bis dann. Erstmal ciao.